Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und es geht um eine Frugalismus-Challenge, die ich selbst durchführen werde, und zwar vom 1. Oktober bis zum 31. Oktober 2019. Und ich wollte euch heute in diesem Video mal erzählen, was werde ich in dieser Challenge genau machen, wie werde ich das hier für euch auf YouTube dokumentieren, warum will ich, dass viele Leute diese Challenge mitmachen und welche Vorteile hat eigentlich die frugalistische Lebensweise zumindest mal als temporären Test durchgeführt. Ja, also, was bedeutet nochmal genau frugal? Dazu gibt es ja auch mittlerweile viele Blogs. Ich finde das einfach absolut super. Es bedeutet, man geht zurück in die Steinzeithöhle, ja, man fängt an, viele Konsumgegenstände nicht mehr zu benutzen, beziehungsweise einfach wegzusparen, viel Geld, was man zum Beispiel für Kino oder andere Dinge ausgibt, erstmal auch nicht mehr auszugeben, einfach überall Stromtarife zu vergleichen, einfach immer überall das Günstigste und das Beste vom Preis-Leistungs-Verhältnis zu bekommen, um einfach wieder eine Lebensweise anzunehmen, die möglichst sparsam ist, um eben, und das ist der erste große Vorteil, viel Geld zu sparen. Und Geld sparen bedeutet nicht unbedingt, dass man einfach nur für unnötigen Konsum weniger ausgibt, sondern dass man unnötigen Konsum wegstreicht und Geld, was man verdient, auch tatsächlich zurücklegt in die Spardose. Geld sparen ist immer nur dann, wenn ich hier in dieses Kapitalistenschwein was reinstecke. Wenn ich weniger ausgebe irgendwo, dann ist das noch kein Geld sparen, dann ist es einfach nur weniger Geld ausgeben. Aber sparen bedeutet, ich packe was hier rein. Und das ist der große Vorteil, je mehr ich hier reinpacke und ihr hört, aktuell ist nicht so viel drin, desto mehr kann ich natürlich auf der anderen Seite auch wieder investieren in Wertpapiere, ETF-Sparpläne und so weiter und mehr Kapitalerträge holen und schneller finanziell unabhängig werden. Das heißt, der erste ganz große Vorteil, wenn man frugalistisch lebt, erstmal, ja, man spart natürlich eine Menge Geld. So, es gibt aber noch einen viel größeren Grund, warum ich einen Monat lang frugal leben möchte, oder frugalistisch, sagen wir mal lieber frugalistisch, ist eine Art Disziplin-Reset durchzuführen. Ein Mensch, der wenig Mittel und wenig Ressourcen zur Verfügung hat, ist in der Regel motivierter, weil er motivierter sein muss, morgens aufzustehen, Nahrungsmittel zu besorgen und so weiter und nicht erst irgendwie bis 11 Uhr mittags zu schlafen und dann erst aufzustehen. Und ich kann mich noch sehr gut zurückerinnern an die Zeit, so muss so 10, 11, 12 Jahre her gewesen sein, wo ich wirklich verdammt wenig Geld hatte, von der Hand in den Mund gelebt habe und gezwungenermaßen frugalistisch war. Und da habe ich natürlich auch in dieser Zeit viel, viel, viel mehr gearbeitet tatsächlich als jetzt. Das heißt, ich habe teilweise von morgens um 6 bis abends um 11 oder so gearbeitet, durchgearbeitet, ja, richtig, richtig, richtig lang und richtig viel. Und das ist natürlich auch eine Sache, die man nicht für immer machen kann, so viel Arbeit. Aber trotzdem ist man in dieser Zeit einfach verdammt diszipliniert. Und dann ist es natürlich auch so, dass je mehr sich ein Mensch leisten kann, desto mehr leistet er sich in der Regel. Das heißt, irgendwann habe ich dann das Fahrrad immer mehr und mehr ersetzt durch ein Auto, was ich mir dann gekauft habe. Irgendwann fängst du natürlich auch an, einfach gewisse Services auszusourcen, wie zum Beispiel das Putzen der Wohnung. Du hast keinen Bock mehr, alles selber zu machen. Ja? Die Putzfrau, die fängt dann auch an, die Wäsche zu waschen. Du musst auch nicht mehr deine eigene Wäsche waschen und so weiter. Und du machst dir einen immer angenehmeren Lebensstil mit all den Vorteilen, die das natürlich bringt, wirst aber im Endeffekt fauler. Oder so wie Guido Westerwelle das mal ausgedrückt hat damals, du wirst spätrömisch dekadent. Ja? Hat er ganz treffend auf viele, viele Leute in Deutschland treffend formuliert, wurde dafür zwar kritisiert, aber so ist das. Ja? Und dann kommen natürlich viele andere Leute, die viel weiter von unten hochkommen und viel motivierter sind. Das heißt, ich möchte einfach auch meine eigene Disziplin nochmal resetten, früh aufstehen, ja, und einfach, dass ich weiß, ich könnte jetzt mir viele Sachen leisten, ich mach's aber nicht, ist eben eine disziplinierende Maßnahme, okay? Und dann der letzte Punkt ist im Endeffekt so eine Art spiritueller Punkt. Ich finde solche Challenges auch interessant, um einfach mal neue Experimente zu machen, um zu gucken, was will ich eigentlich wirklich
vom Leben, welchen Konsum, welche Art von Konsum bringt mir was, was bringt mir eigentlich gar nichts, was vermisse ich auch nicht, wenn ich es aus meinem Leben verbanne und so weiter. Und das sind im Endeffekt die drei großen Gründe, warum ich einen Monat lang frugalistisch leben möchte. Ich meine, ein Monat ist jetzt noch nicht so ultra krass lang. Ja, manche würden sagen, da musst du mindestens ein halbes Jahr machen. Aber schauen wir einfach mal. Ich will erstmal mal mit einem Monat anfangen. Es ist besser, sich erstmal ein kleines Ziel zu setzen und das dann zu erreichen, als jetzt irgendwie gleich zu sagen, 6 Monate und dann zu gucken, dass es halt einfach nicht vereinbar ist aktuell in der Situation. Ja, und jetzt fragst du dich natürlich wahrscheinlich, was will ich denn genau machen? Auf was will ich verzichten? Was will ich stattdessen tun und so weiter? Naja, grundsätzlich, ich habe mir hier schon ein paar Notizen gemacht, geht es erstmal tatsächlich mit dem Essen und mit dem Trinken los. Ich habe mir gedacht, machen wir das Ganze doch mal ein bisschen ins Extreme. Ja, das bedeutet nicht, dass ich anfange, nur noch den günstigen Filterkaffee zu benutzen oder dass ich halt einfach Fanta oder Limonade nur noch von den Eigenmarken kaufe, aus den Billigläden und so weiter. Nein, das bedeutet tatsächlich, ich will ja mehr hier reintun. Und für mich bedeutet das ganz klar, ich werde keine Energy-Drinks mehr trinken, den gesamten Monat nicht. Ich werde keinen Kaffee mehr trinken, den gesamten Monat nicht. Ich werde auch kein Alkohol mehr trinken und ich werde auch keinen Fanta Zero und all diesen ganzen anderen Kram trinken. Das Einzige, was ich einen ganzen Monat lang trinken werde, ist pures, klares, stilles Wasser mit vielleicht ein bisschen ausgepressten Zitronensaft oder so. Und so ähnlich werde ich auch verfahren beim Essen. Das heißt, keine Fertigprodukte mehr, keine Chips, kein Zucker, keine extrem salzigen Pizzen und all diese ganzen Sachen. Viel Rohkost, viel, also ich werde jetzt nicht irgendwie vegan oder so einen Quatsch machen, das finde ich komplett bescheuert. Ich werde natürlich auch Eier essen, ich werde natürlich auch ab und zu Fleisch und Fisch, Meeresfrüchte und so essen, aber keine verarbeiteten Lebensmittel, möglichst günstige, lokale Lebensmittel, die ich direkt hier aus Mallorca bekomme. Viele Mandeln, viele Nüsse, viele Orangen, viele Meeresfrüchte, viel Gemüse und so weiter essen, einen ganzen Monat lang, viel Rohkost, einfach so, dass ich viel Geld spare, aber auf der anderen Seite auch wahrscheinlich ab und zu an Burger King vorbeilaufe und mir denke, oh scheiße, ich hätte gern so einen Burger, es aber dann einfach nicht tue, ja, aus disziplinarischen Gründen. Und das Ganze geht noch weiter, ich werde nicht nur irgendwie auch anfangen, zum Beispiel, dass ich weniger das Auto benutze und auch kein Taxi mehr und so weiter. Das bedeutet, ich habe einen simplen Spartrick, dass ich nicht mehr ein Taxi rufe, um zum Flughafen zu kommen, weil es kostet jedes Mal ungefähr 40 Euro. Was ich in der Vergangenheit gemacht habe, ich bin einfach mit dem Auto gefahren, ja, habe dann das Auto dort in der Nähe vom Flughafen abgestellt und bin dann einfach von dort mit dem Taxi zum Flughafen gefahren. Jetzt habe ich aber leider festgestellt, ja, dass immer trotzdem das Taxi hier Minimumgebühren, ja, 16 Euro kostet. Ich habe aber herausgefunden, es gibt auch eine Zu-Fuß-Strecke zum Flughafen. Das bedeutet für mich in Zukunft, okay, ich werde dann vielleicht mit dem Auto oder mit dem Fahrrad dorthin fahren, das Fahrrad irgendwo anschließen am Flughafen und dann eben von dort reinlaufen in den Flughafen, dass ich eben gar nichts mehr ausgebe. Oder halt eben das Auto irgendwo abstellen und dann von dort die 2 Kilometer über Can Pastilla, über die Brücke, halt zum Flughafen laufen. Also diese ganzen Sachen, aber ich werde auch andere Sachen weglassen, wie zum Beispiel kein Netflix mehr, keine anderen, also kein PlayStation, kein Zocken mehr und so. Und stattdessen, ihr wisst ja, Gewohnheiten, stattdessen das Ganze in mehr Produktion stecken. Ich werde ja auch wahrscheinlich im Oktober ein Praktikum bei Bondora in Tallinn machen. Ich werde viele, 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 viele Zeilen an meinem neuen Buch schreiben, denn das hat so ein bisschen geschleift und ich muss unbedingt dort damit jetzt mal langsam in die Pötte kommen. Ich werde viel mit anderen Leuten neue Projekte umsetzen und einfach viel, viel, viel produzieren, weil je mehr ich produziere, desto weniger Zeit kann ich auch mit Konsum verbringen. Ja, und auf der anderen Seite einfach so alles andere, sag mir mal, wo ich noch sparen kann, definitiv natürlich nicht beim Essen für meinen Hund oder so, ja, und manche Basics werde ich natürlich noch weiter behalten, aber definitiv werde ich es ziemlich extrem treiben und ich werde das Ganze dann auch für euch dokumentieren, hier auf YouTube, sodass dann eine schöne Videoreihe entsteht über meine frugalistische Challenge und was ich dort alles so lerne, was ich an Geld spare, was ich über mich selbst herausfinde, werde ich dann mit euch teilen. Ja, und ich würde mich natürlich freuen, wenn auch einige von euch mitmachen. Vielleicht sagt ihr euch, ich hätte das auch mal nötig. Und ansonsten, ja, würde ich mal sagen, sagt mir, was ihr von der Challenge haltet. Und
Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert gerne den Kanal, damit ihr natürlich dann auch von der Challenge die Videos sehen könnt. Wie gesagt, am 1. Oktober geht es dann los. Vorher sind noch einige Sachen, auch Reisen und so weiter geplant, auf die ich jetzt noch nicht verzichten will. Deswegen habe ich mir gedacht, ab 1. Oktober ist der perfekte Moment und damit zu starten. Ja, und ansonsten rationale Grüße, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, bin ich jetzt im Bild? Ja. Okay, dann ich sitze einfach jetzt hier so und du kommst dann einfach irgendwann reingelaufen und nimmst mir genau wenn ich hier so ansetze so und gerade so die Augen zumache, so nimmst du mir die Tasse einfach weg und ich bin sowieso so. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist...